kennen uns jetzt 7 Jahre. Wann bist du, weißt du noch das Datum, wann du nach Kassel gekommen bist? 1. März 2016, offiziell. Ja, schön, dass wir heute hier sein dürfen bei dir. Und bei deiner Ausstellungseröffnung letzte Woche waren ja auch schon einige dabei. Da war es ja auch nicht gerade leer hier. Ne? Eigentlich freut mich auch, dass heute so viele von euch da sind. Genau, und ich freue mich, dass wir uns unterhalten, denn ich habe das Gefühl, ich kenne dich mindestens genauso lange. Denn mir ist gerade aufgefallen, du hast gesagt 2016. Und ich glaube, ab dem Moment, als Markus dich kennengelernt hat, war der Name Oksana auch so Teil von Advance. Weil es immer hieß, ich kenne jemanden, die ist total talentiert, die müssen wir unbedingt besuchen. Und ich glaube, so diese Beziehung und diese Symbiose war sehr schnell da. Deswegen freue ich mich, in diesem besonderen Rahmen heute auf dem Gespräch zu kommen. Dann stelle ich fest, dass du unglaublich präsent bist. In deiner Person, aber auch in deiner Ausstellungsmacherei. Du bist nicht nur in Kassel ein Name, sondern du bist auch in sehr, sehr vielen anderen Teilen. Und da stellt sich mir die Frage, woher nimmst du die Energie? Wie schöpfst du Kraft? Was inspiriert dich so viel? Und es ist unfassbar viel Energie, kreativ zu sein. Angst ist für mich auch einfach Kreuz und Segen gleichzeitig. Ohne Kunst kann ich nicht. Es gibt die Tage, wo es mir nicht gut geht, es gibt Tage, wo es mir gut geht, aber Kunst auch nimmt Energie und Kunst gibt Energie. Und es beflügelt und erst. Meine Kunst ist sehr intuitiv, es entsteht in einem Fluss, entsteht in einem, im Moment in einer inneren Spannung. Und ich brauche Zeit, mich mit meiner Kunst anzufreunden und ich liebe meine Kunst immer mehr, ja, in der Zeit. Ja. Und das hat natürlich, jede Phase ist anders. Und man kann ganz, also deutlich in meinen Werken ablesen, mehr oder weniger, was mir gut ging oder nicht, welche Phasen, es gibt Phase, schwarze Phase, es gab jetzt die unten die Werke, die von der Bretagne im Februar entstanden sind. Das ist diese harmonische, fließende, vom Wasser, vom Meer beeinflusste charaktervolle also Werke, die mit, also man spürt Natur, Mensch und Natur mit dem Meer verbunden. Ja. Von Natur und Mensch. Und wenn wir uns deine Bilder anschauen, du hast Stiere, Pferde, ganz viele Vögel und Fische. Und für Sie jetzt vielleicht als kunsterfahrenes Publikum oder für mich als Kunsthistorikerin gehen sofort natürlich dann irgendwie Symbole auf. Okay, ein Fisch, ah, das hat was mit Christus zu tun oder wie du sagst, mit Liebe. Und wie ist es bei dir? Sind es Symbole, die du ganz bewusst verwendest oder sind es einfach Momente, die du aufgreifst und ihnen einfach eine Form gibst? Das kommt durch mich einfach so raus. Ich begreife später, das ist aber interessant, das hat so eine. Aber im Fluss, wenn ich beginne an einer Stelle und im praktisch, ich nutze, wie ich schon gesagt habe, ich nutze keinen Bleistift, keine Radiergummi. Ich beginne an einer Stelle und dann irgendwann wird das die ganze Zeichnung alles vollendet. Für mich ist selber oft eine Überraschung, woher das kam. Und das ist, ist eine Entdeckung, also die Tiere, das ist starke Symbolik ist im Bild, Menschen, zwei Menschen als Paar zueinander stehen. Es ist nicht strukturiert, dass du morgens um 8 ins Atelier irgendwie gehst und dann bis 17 Uhr dich einschließt, so wie manche andere Künstler das machen. Das ist tatsächlich ein ganz anderes Vorgehen. Alia nickt. Ja. Ganz viele Leute machen das. Sie brauchen eine feste Struktur, um schöpferisch zu sein. Ich habe dir gesagt, wenn ich schreibe, das kommt meistens in Schüben. Wenn ich mich vor einem weißes Blatt Papier setze, kriege ich die Krise. Aber wenn es kommt, dann kommt es stundenlang. Und bei dir ist es, glaube ich, mit dem Malen ganz ähnlich. Nachts um 2. Nachts um 2 findet man sie. Ja, am Fußboden malen. Das ist ein Trick, warum das klemmt. Klemmt diese Bogen. Also auf jeden Fall, das kann man so stellen, einfach so wie es. Man kann hier die Liebesbriefe bewahren. Spontane Gesangseinlage von der Künstlerin Oksana. Sie ist nicht nur eine begnadete Künstlerin, sondern auch eine tolle Sängerin.